oder TV22 powered by MySport My Story. Und wir bauen heute am Spielberg Red Bull Ring. Und wir haben den CEO bei uns hier, Erich Wolf, der hier für den Spielberg und für das Spielberg-Projekt zuständig ist. Herr Wolf, ein Jahr mittlerweile im Amt hier beim Spielberg-Projekt. Wie gefällt es Ihnen? Also mir gefällt das sehr gut. Die Aufgabe ist fordernd. Es ist also keine 30-Stunden-Woche, sondern es ist viel mehr. Aber es macht sehr viel Freude und ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe. Ja, tolle Aufgabe, denn es ist die Formel 1, es ist die MotoGP, die ADAC GT Masters, die DTM und viele mehrere Programme im Motorsport. Und ich muss sagen, mit gefülltem Haus, und die letzten Jahre waren ja auch bei euch gefüllt, auch mit Corona. Ja, es ist, mit Corona haben wir das sehr gut bewältigt, aber natürlich ist es viel schöner ohne Corona, wenn es also keine Hindernisse mehr gibt. Man muss nicht übertreiben, aber es ist natürlich schön, wenn sich alle ganz normal bewegen können. Und wir haben natürlich diese erwähnten großen Events wie Formel 1, MotoGP, DTM und natürlich ADAC GT Masters. Aber die Aufgabe ist auch natürlich, die Anlage täglich zu füllen und täglichen Betrieb hier zu haben, Fahrerlebnisse anzubieten, Kongresse, Seminare. Also es ist eine Rundum-Veranstaltungsarena. Ja, die Driving Experience, die was ihr da habt, auf der Rundstrecke, im Gelände, die Trail-Geschichte und jetzt die 24 Hektar, was ihr dazu bekommt. Ein richtig tolles Projekt, was da geboten wird. Ja, das war im UVP enthalten, also im Bescheid, und wir haben das jetzt angegangen. Wir haben das ausgebaut. Es wird eine Enduro-Strecke und ein Trail-Area werden. Die startet am 29. Mai mit einem Staatsmeisterschaftslauf, Enduro-Staatsmeisterschaftslauf. Und wir sind froh, dass wir das haben. Aber wir haben auch noch nicht nur diesen Wald ausgebaut, entsprechend ausgebaut, sondern wir haben auch ein Trail-Übungsgelände dazu gebaut, wo Kinder beginnen können, wirklich Kinder. Und natürlich auch für die Größeren, die dann schon weiter fortgeschritten sind, finden dort alle Möglichkeiten, diesen Sport auszuüben. Ja, das freut uns sehr, denn wir sind Förderer von MySport, MyStory, TV22. Wir haben unseren Motocross Junior Cup und vielleicht können wir unsere Sprösslinge mal zu euch herschicken für ein Experience-Training. Das wäre sehr schön, würde mich sehr freuen. Also wir müssen nur reden miteinander. Auf alle Fälle. Und früher, wenn man so weiß, Sie kennen das auch noch, das hat die Flatschach früher gegeben. Hier oben ist man hinten reingefahren. Ist da mal das Projekt noch in Planung, dass man das mal wieder erweitert? Also es ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, und wir werden nachdenken. Wir haben noch andere Projekte in der Pipeline, näher liegend. Wie gesagt, Red Bull-Style ist, wir verraten nichts, bevor es nicht fertig ist. Aber wir haben jetzt nach der Enduro-Strecke, also nach dem Offroad-Gelände, nach dem weiteren, haben wir etwas in Planung, und vielleicht geht dann das in der näheren Zukunft auch noch an. Ja, CEO zu sein von der schönsten Rennstrecke der Welt und ein Projekt, das immer wächst hier am Red Bull Ring in Spielberg. Herr Wolf, ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft und toi, 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 dass wir noch mehr hier präsentieren können. Herzlichen Dank, und ich werde das die Anerkennung an die Mitarbeiter weiterreichen. Ja, danke vielmals, und wir wünschen uns jetzt ein spannendes, tolles Rennen von der ADAC GT Masters, jetzt das zweite Rennen hier, und die Premiere hatten wir heute Vormittag schon von der GT2, wo auch unser österreichisches Team von KTM mit dabei wäre. Wie haben Sie das Rennen gesehen? Ich habe das Rennen beobachtet, das hat mir sehr gefallen. Sie sind sehr zivilisiert gefahren, aber es war sportlich hochwertig. Aber ich war so überrascht, wie sportlich wertvoll es war. Wie gesagt, keine Encounter oder so richtige nahe Verhältnisse, aber es war trotzdem spannend. Der ganze Vorstand von KTM war da, Pit Beirer, der Herr Bierer war da, also der Hubert Dunkelpold selbst im Auto gesessen. Also ein richtig tolles heutiger Tag für KTM. Fast ein Firmen-Event, könnte man sagen. Aber wir leben eine gute Zusammenarbeit mit KTM, und wir freuen uns, wenn Sie also in dieser Anzahl teilnehmen und auch der Vorstand da ist. Ja, und in wenigen Wochen wird die KTM-Tribüne wieder orange leuchten. Ja, natürlich, das wird ein oranges Meer werden, ja. Ja, wir wünschen alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft, für die heurige Saison, für die Rennen und vieles mehr. Danke vielmals, Herr Wolf. Herzlichen Dank.